Jo, servus die Marl und grüß euch die Buben. Ja, man kann wieder sehen, ich bin wieder in beliebter Gegend unterwegs. Donauarm, wie immer, gern unterwegs. Und ja, möchten wir heute wieder ein paar Würstel machen. Alles Zeit, Freunde, brauche ich gar nicht viel erzählen. Scheiß Corona klumpert, ein bisschen runtergekommen wieder. Ich bin da heute von mir daheim auf Stopfenreuth umgefahren und ich muss gestehen, ich glaube, ich fahre durch eine Geisterstadt. Wirklich. Also ich bin da immer keine vier Autos begegnet. Wahnsinn. Da vorne waren ein paar Spaziergänger. Also echt gigantisch. Ja, aber ich will trotzdem ein bisschen in Ruhe runterkommen. Da kommt mir sowieso keiner herin entgegen. Da bin ich eh für mich allein. Und ich muss heute extra aufpassen. Es geht ein bisschen ein Wind zeitweise. Und ich will nicht, dass mir da jetzt noch ein Baum auf die Birnen fällt und ich vielleicht noch die Rettung und Feuerwehr für das noch ausrücken muss wegen mir. Also da heute besondere Vorsicht. Ja, aber jetzt kennt ihr mich, da bin ich sowieso vorsichtig genug. Und jetzt gehen wir mal ein Stück. Ich will heute auch gar nicht viel weit wohin zischen. Ein gemütliches Platz suchen, auf alle Fälle ein safes. Und dort ein paar Würstel in mich reinschieben. Und ein bisschen im Tag genießen. Also, ich würde sagen, gehen wir mal. Ja, heute wird es auch sicher keine mordsgroße Tour werden, sondern eher noch ein bisschen einen Platz suchen und gemütlich machen. Wenn es geht am Wasser vielleicht, muss ich mal schauen, aber da muss ich wirklich aufpassen wegen dem Baum. Ich will gar nicht fast gut wie weit wohin rennen, nur ein bisschen gemütlich machen. Ja, ihr wisst das eh, wie das ist. Ja, mein Weiberl hat auch noch gesagt, ich muss halt ein bisschen einen Bärlauch mit heimnehmen. Oh, gibt's ja genug da, da werde ich sicher ein bisschen ernten. Ja, so ein Baum wie der da ist sicher nicht optimal zum Pause machen daneben. Naja, da da der Biber zugeschlagen ist, zwar schon älter, aber den hat er sich umgelegt. Da kommen auch genug zum Saufen her. Genügend Tierspuren überall. Ja, Freunde, und da drüben haben wir das letzte Mal auch schon. Ja, das Platzl da gefällt mir am Wasser. Von den Bäumen her schaut es auch relativ sicher aus. Okay, da ist jetzt einer, der ist ein bisschen hin. Ja, aber die sind nicht so hoch. Aber das Platzl da gefällt mir. Das nehme ich mir. Das ist urgeil, so ein schönes Platz habe ich überhaupt noch nie gehabt. Ja, top. Einfach nur top. In der Sonne sitzt es ja auch, da ist es richtig warm, weil wir haben ja heute nur so 4-5 Grad, aber da ist echt super. So, richten wir mal wieder alles her und dann geht's los, weil ich habe einen Hunger. Spät haben wir's? Ja, es ist 3:15. So, da der da eh ziemlich morsch ist. Mal schauen, ob wir den da wo reinbringen. Ah ja, passt schon. Aber tschau. Perfekt. Ui, wird sogar warm. Schön.
ja Freunde, das wird ja heute quasi die Würstel-Challenge 4.0. Und heute haben wir mal was anderes. Heute habe ich nämlich so Depreziner. Ja, was ist da drin? Keine Ahnung, kann jetzt nicht sagen, ich habe schon aus der Verpackung genommen. Aber ich verlinke euch das einmal da oben oder in der Beschreibung. Ja, 4 Stickeln haben wir dabei. Passen da wieder genau eine. Und dazu gibt es natürlich wieder mein Händelmeier und heute ein Stickerl Brot noch dabei. Ja, und dann hole ich mir da noch einen Bärlauch zum Verfeinern noch dazu. Ja, ich würde sagen, wir fangen da mal an. Hühn da mal auf. Das ist so geil da. Da war es super für Übernachtung, aber da haben wir sicher also ein Wildschweinl und sonstiges Agro. So da. Na, fertig sind's. Ja, ich würde sagen, machen wir mal Mahlzeit. Ja, sehr gut, einmal was anderes. Ich zeige euch die am ersten Nähe. Ja, Freunde, mein Tischl ist mir im Augenblick fast zu meinem liebsten Hausrüstungsgegenstand geworden. Immer dabei und ich könnte mir gar nichts Besseres vorstellen. Ja, Freunde, ich mache aber jetzt gar keine langen Zähne drauf, sondern ich werde jetzt in Ruhe essen, dass mir meine Würstel nicht kalt werden und dann schalte ich euch wieder dazu. Ein paar große Wolken vor der Sonne. So. Ah. Alles erledigt, herrlich. Gigantisch. Und jetzt eine extra Einlage für meinen Freund Bernd. Kanal Hornsby 55. Der, was er sein Würstelwasser immer für einen Kaffee nimmt. Weißt du, was ich damit mache? Ausladen. Das ist nichts für ein Kaffeewasser. Da fährt die Eisenbahn drüber. Jo. Aber wenn wir gerade vom Kaffee reden, werden wir natürlich jetzt auch machen. Ha, herrlich. So. Zeit fürs Käfchen. Herrliches Ambiente da hinter mir, oder? Schon geil. Ich glaube, die wird leer. Zu wenig drinnen. Wenn ich natürlich schüttel oder umdrehe, kommt mehr. Ja, ich habe die nicht nachgemessen daheim, aber die greift sie ziemlich leer. Schauen wir mal, wie weit wir kommen, wenn nicht. Mache ich mir noch ein kleines Feierl da. Aber ich habe ja noch was mit, was ich mir noch erwärmen muss. Ich glaube, ich werde mir da einen Platz machen für meinen Pico-Grill und hat's den wieder an. Ja, für den ist es sich gerade noch ausgegangen. Aber ich sag das. Ja, so kann es auch passieren. Das sind dann die Hopperlas, was mir eigentlich selten passieren. Ich brauche ein neues Wasser. Naja. Ah, für mein Ding reicht's. Wasser wird genommen so zum Löschen dann. Geht schon.
So, nehmen wir heute einmal Wattebett in Wachs getränkt. Sollte das ja funktionieren. Geht schon dahin. Jawohl. Ja, ich brauche da nicht nur Wasser, weil es ja noch was Spezielles gibt. Seid neugierig, ich zeige euch das. Ich bin ja nicht so. Heute gibt es einmal wieder einen Seelenwärmer. Auf den habe ich schon solche Zent wie ein Vampir. Ja, es ist immer wieder gut, den Pico-Grill dabei zu haben. Ja, Freunde, ihr kennt das eh schon auswendig. Mein erster Gruß gilt wieder meinen Krankensaison. Schaut, dass man gesund wird und dann alle anderen gesund noch und schaut, dass man nicht krank wird. Prost. Ja, mit einem Gedicht. Na, ich darf nicht vergessen, Bärlauch muss ich wie die Chefin noch sammeln. Das machen wir ganz am Schluss, bevor wir ins Auto steigen. Passt. 150 Milliliter Wasser. Ja, jetzt kriegt er schon seine Konsistenz. Ordentlich aufrieren. Ja, und jetzt ist es soweit. Herrlich. Schaut euch das an. Ist das nicht lecker? Haben wir verdient. Warum? Weiß ich nicht, alles wurscht, haben wir es verdient. So. Nehmen wir. Warm aus da. So, da holen wir sie noch was auf. Passt. Da kann nichts mehr passieren. Ja, ich geh jetzt home. Ich pack sie langsam wieder zusammen. Und dann gehen wir noch mal ein bisschen heim und nutzen wir den Tag daheim noch ein bisschen aus. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann, aber es schneit ganz leicht. Ich bin narrisch. Wirklich ganz dezent. So, war nie wieder da, gehen wir. Sollte man nicht glauben, aber da oben hängt wirklich ein Schnee drin. Gigantisch. Ah, da vorne steht ein bisschen dichter. Da werde ich mir jetzt gleich einen Bärlauch mitnehmen. Da sind schöne große. Ah, gehen wir zurück. Ja, Freunde, sind wir wieder am Ende der Tour angelangt. War wieder schönes Wetter, alles pipifeinst. Ich kann mich bei euch noch immer wieder bedanken fürs Dabeifein, fürs Zuschauen, fürs Mitlaufen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Gesund bleiben und Servus die Malen und Viertechte Buben.